Willkommen zurück bei Zocker TV und heute in einem weiteren Video, meine Freunde. Wir spielen heute wieder mal Home Sweet Home mit VR-Brille. Im letzten Teil sind wir in so einem Haus gewesen, wo wir so ein bisschen erkundet haben und sind dann aus dem Haus raus und sind jetzt in einem, ja, in einem Schacht oder sowas. Und dort wird es jetzt weitergehen. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht und wie krank das Ganze noch wird. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf und wir sehen uns gleich. So, meine Freunde, wir sind jetzt in dem eben bereits erwähnten Schacht und ich bin echt gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Und ich würde sagen, auf geht's. Jane? Alter, dieser Schrei kam aus dem Nichts, Sounds not Mann. coming far from here. Finde Jane, sie könnte hier sein. Ja, schön. Ganz toll. Also, ich bin weiter vor. Mir scheißegal, ob ich außerhalb des Spielbereichs bin. Ich will das sehen. Okay, ich gehe jetzt einfach mal nach rechts, weil rechts der Weg versperrt aussieht, aber ich gehe trotzdem mal in die Richtung. Ist einfach so scheiße dunkel hier, ne? Man hört immer Geräusche auf einmal. Das ist echt mega gruselig, Leute. Boah, ich muss wieder da hinten gehen, so. Okay, hier ist anscheinend zu. Obwohl da gerade. Bild eines Messers. Ein Foto eines seltenen Messers, ja, toll. Will ich hochgucken? Okay. Boah, es ist. Habt ihr das gehört? Das kam von links, von da, wo ich hergekommen bin. Aber hier ist doch nichts, oder? Boah, ich sehe das schon kommen. Gleich kommt diese Frau oder dieses Mädchen oder was auch immer einfach so vor mir raus oder so. Ich, da ist schon. Oder kennt ihr diese Horrorfilme, wo diese Mädchen oder Frauen mit langen schwarzen Haaren immer so wie so eine Art Spinne oder so eine Treppe runterkrabbeln oder so. Boah, sowas stelle ich mir da vor. Boah. Ich weiß gar nicht, ob ich noch schneller hier durchkrabbeln kann, aber ich habe irgendwie nicht so den Drang, schneller zu sein. Okay, da vorne kommen wir raus. Ich weiß nur nicht, wo wir hinkommen. Sieht aus, jetzt kommen wir wieder in.
So eine Art Haus, Wohnhaus oder was weiß ich. So, wir können wieder aufstehen. Wieso kann ich nicht durch die Tür gehen? Die ist doch schön hell beleuchtet, die sieht gut aus und ich muss hoch zu dieser dreckigen, alten, vergammelten Tür. Warum? Warum? Oh, geht die zu mir auf. Was ist so scheiße dunkel, man sieht überhaupt nichts. Janes Tagebuch vom 2. Mai 13. Das war nicht besser. Ich war mir sicher, dass ich in einen tiefen Schlaf gefallen war. Aber warum zum Himmel war ich dann in diesem alten Holzhaus? Und was hatte es mit diesem Schatten draußen auf sich? Ich habe noch nie zuvor etwas so Riesiges gesehen. Ich war in der Lage, mich selbst aus diesem Albtraum zurück in mein Schlafzimmer zu holen. Was passiert mit mir? Das wird wahrscheinlich dieses Poltern gewesen sein, was wir eben gehört haben. Oh, da oben ist doch noch alles frei. Da kann man, oh Gott. Was sind das für komische Fotos an der Wand, Alter? Oh, krass, wie laut, das wäre das direkt neben mir wäre. Da ist eine Luke im Boden. Von Schloss. Soweit ich weiß, haben wir noch keinen Zahlencode gefunden. Wahrscheinlich kommt das noch. Was ist das denn hier? Weiß. Ah, Moment. Weiß, lila, blau. Das könnte der Code sein. Das wäre zwar ein ziemlich einfacher Code, aber das macht er nicht. So. Gruppenfoto. Ein Foto einer Gruppe Jugendlicher. Okay, zählen wir mal die Striche an der Wand. Also weiß, lila, blau. Boah, Alter. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lilane. Also 7, 8. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 blaue. Also, ja, 7, 8, 9. Okay.
Das war jetzt nicht schwer. Schon wieder in so ein Schacht, ist das dein fucking Ernst? Okay, scheint doch was größer zu sein. Aber wir scheinen rauszukommen. Aber will ich überhaupt raus? Das ist die Frage. Ich höre Schritte. Boah! Boah. Fuck, Alter. Boah. So, und da vorne kommt gleich eine Tür. Schön, sehr nett. Boah, ich höre hier jetzt etwas rumpeln, Alter. Oh, da ist ein Licht. Seht ihr das? Was ist das? Was ist das? Wo ist das hin? Da war gerade so ein Licht, so ein rotes. Scheiße, es ist so verdammt dunkel, ne? Guck mich da einer an. Da sind doch welche, seht ihr das? Die bewegen sich, Alter. Seht ihr das? Direkt vor mir? Boah, ich hab voll die Gänsehaut. Ich will nicht weitergehen. Was zum Geier, was ist das? Boah, ich hab... Boah, Alter! Was zur Hölle? Da vorne sehe ich auch schon wieder irgendwas im Dunkeln da. Was ist das? Da knien noch welche. Ich will gar nicht weitergehen, Leute. Ohne Witz, ich will nicht weitergehen. Oh, 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 was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh. Sind die weggelaufen? Aber die kommen nicht zu mir, oder? Ich kann nichts sagen, ich kann mich nicht wehren. Shit, die sind noch schwarz, Alter, die sieht man noch gar nicht. Die waren doch gerade welche. Oh, fuck, man. Ist das ein krankes Psychospiel, Alter. Hä? Ist ja aus dem Raum, wo ich gerade hergekommen bin. Fast zumindest. Fast. Okay, Save Point. The Gatatoon Police Radio Station. Oh, Alter! The Chief Policeman has planned to arrest all the speeding bikers on Yattatoon State Highway. The police claim to have captured more than 10 bikers so far, but some fled the scene. Which includes Mr. Pichai Manapilu, a suspect from the motorcycle robbery, and believed to be the leader of this gang. We'll keep you posted when we receive further notices on this. This is Cecil Kusawak reporting. What? That's derselbe Raum. Okay, die Wandmalerei ist weg. Ey, ich geh nicht mehr aus der Ecke raus hier, ohne Witz. What the fuck, was ist das? Was soll ich denn jetzt hier? Ja, anmachen tue ich das nicht. Der sieht voll neu aus, ne?
Gegensatz zu einem anderen, alles ist so alt. Was soll ich denn jetzt in diesem Zimmer? Ich muss irgendwo weitergehen. Das geht nicht auf. Das geht nicht auf. Das geht nicht auf. Ach hier, das ist weggewischt oder so. Zumindest sieht das so verbleicht aus. Oder? Boah, hey. Das ist noch nichts passiert, Leute. Ohne Witz, es ist echt fast noch nichts passiert. Und ich habe jetzt schon voll Herzrasen. Ich will jetzt schon nicht wissen, was passiert. Hä? What the fuck, was ist das? Irgendwelche Klamotten oder so, die da um die Dings gewickelt sind. Ey, was ist das? Unwitzig. Oh, oh, oh. Oh, Gänsehaut am ganzen Körper, Leute. Ohne Witz. Oh, das klopft so laut, ey. Krass. Oh. Soll ich wieder zu dieser Tür hingehen? Oder soll ich weiterlaufen? Okay, ich riskiere es jetzt einfach. Ich gehe jetzt nochmal da rein. Gucken, was hier passiert. Hier ist nichts. Da oben sehe ich auch. Da oben sitzt einer. Seht ihr den da oben? Auf dem Träger da oben unterm Dach? Da drüben ist eine Tür. Toll, ich bin ja auf der falschen Seite. Das ist so scheiße dunkel. Oh, er ist weg. Ja? Jo, er ist weg. Sauber. Die Tür geht nicht auf. Oh, ich sehe gar nichts. Ey. Ich höre irgendwas. Was ist das? What the fuck? Sind das Menschen oder was soll das sein? Schreckliche Diebe, alte Frau beraubt und geschlagen. Nachbarn berichten von einem Streit in der Nacht davor. 8. März. Es wurde berichtet, dass Miss Shinda Manny Payboom, mein Gott, die haben alle Namen, schwer verletzt und unbewusst aufgefunden wurde. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, bevor die Polizei den Tatort erreichte. Ermittler stellten fest, dass höchstwahrscheinlich mehr als 3 Personen an der brutalen Tat beteiligt waren. Ihr Sohn, Mr. Pichai Manapaiwun, wird verdächtigt, den Raubfall angeführt zu haben. Okay.
kann ich jetzt sehen. Alter. Wieso spiele ich die Scheiße eigentlich? Also lesen kann ich das nicht. Gott, ich muss wieder da raus jetzt. Scheiße! Fuck is that? Oh, Alter! Oh. Willst du mich verarschen, ey? Ey, Alter! Kurz verschnaufen, Leute. Das war jetzt heavy. Vans Racing Club, ja cool. Schleichwerbung. Komm, mach die Tür auf. Balkon, okay. Jetzt? Dieses Tür zu, habe ich nicht aufgelassen? Warum kann ich auf den Balkon gehen, wenn es nichts gibt oder weiter? Oh, beides hört zu. Ich will nicht weiterlaufen. Boah, Leute, mein Herz bleibt stehen. Ohne Witz. Mein Herz bleibt stehen. Was mache ich hier? Wo muss ich hin? So, einfach in die Ecke hier rein, hier stehen bleiben. Okay, wenn ich hier. Wenn beide Türen zu sind. Oh, hier hinter ist noch was, oder? Ach, so ein Fenster. Ah, jetzt machen wir das. Irgendwas muss ich ja hier machen können.
Los, mach auf! Boah, gleich kommt bestimmt wieder diese riesen Hand. Boah, ich bin schon fast. Hier gibt's nichts. Was ist in dem Fenster da? Nee. Ich schlafen legen hier? Licht anmachen? What? Ach, du verarschst mich doch, ey, ganz ehrlich. Ah! Wieso bin ich jetzt in einer Art Keller hier? Wo wir in so einem Schacht, wo gerade noch ein Balkon war. Boah, Alter. Die Funzel sind gar nichts, ey. Moment, ich höre was. Das hört sich an wie Wasser oder so. Doch, Leute, ich habe mich erschrocken. Aber ich glaube, mein Herz hat für eine Sekunde ausgesetzt. Boah. Ja klar, jedes Horror-Klischee wird hier erfüllt. Jetzt stehen hier Kerzen alle rum. Ja, so muss das. Irgendwas ist gerade über mir drüber hergelaufen. Na gut, ich glaube, wir wissen alle, was gerade über mich drüber hergelaufen ist. Was sind denn für rote komische Kabel, die hier hängen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich erschrecke mich natürlich auch bei diesen komischen Krabbelfiechern. Ganz klar. Aber ich finde so Frauen mit langen schwarzen Haaren grusiger. Oder wie die hier rumrennen, die im Teppichmesser. Das ist richtig creepy. Die Viecher hier sind jetzt nicht ganz so das Problem. Kann man schon Spalt durchgucken hier? Oh, tatsächlich. Da ist ein Fenster. Okay. Ich mach den gruseligen Schacht zu. Da will ich nichts davon sehen. Oh, da geht's noch weiter. Dann bleiben wir erstmal hier. Boah! Boah! Komm mal, Tür wieder auf. Oh, geht nicht mehr. Boah. Ich wollte direkt gegenwirken. Aber, okay. Okay. So. Das sieht aus dem Fenster, wo ich aber nichts machen kann.
An der Tür kann ich auch nichts machen, das heißt, ich muss den Weg da hinten weitergehen. Ich weiß, dass ich eine Sprintfunktion habe, Leute, aber ich will nicht laufen. Dann erschrecke ich mich nur noch umso mehr. All of you, please listen. When you've done unkind things to others, either to family or friends, when you badly hurt those who are kind to you, when you commit crimes. Also bisher gefiel mir das Haus mit der Musik am besten. Karma will be facing you when you pass away. Once the karma is done with you, you'll be reborn as a ghost. Drawn in wonder to all the places you have never seen. Lost in the eternal limbo. All of you may be aware of the screams which can be heard. Mein Gott, mach mal leiser, die Scheiße. Sound made by a creature with a mouth as small as a pinhole. Unable to feast, unable to go. Wandering around aimlessly and hungrily, full of pain, as it is being tortured. Ich habe das nicht gelesen. Ich dachte, ich könnte das nochmal nachträglich lesen. Scheiße, schon aus. Also, kannst du Moment. Tagebuch, Moment. Scheiße, mehr kann ich nicht lesen. Nur die Tagebücher. Der Studentengeist. Achso, Zeitung. Was war das denn jetzt? Verdammt. Verdammt, ich hab jetzt leider nicht gesehen, was das jetzt war. Shit. Jetzt würde ich das nochmal nachträglich lesen jetzt. Ich dachte, ich könnte das Radio eben kurz ausmachen und dann nochmal lesen. Runter oder hoch? Runter oder hoch? Ja, ich gehe runter. Okay, runter geht nicht. Oder vielleicht doch nach oben. Gott, ey. Ich kann gar nicht wissen, was mich jetzt erwartet. Alles klar. Ich würde sagen, wir bleiben mal so an der Wand, ne? Das sind auch Türen hier, oder? Ja, die sind alle zu. Wieso muss ich hier durch? Wieso? Da, wo man nicht sieht, wo alles dunkel ist. Warum? Irgendwie erinnert mich das an den Raum, wo die Olle mit dem Teppichmesser rumgelaufen ist. Das war ganz schön lang, dieser Gang, da kann das sein. Trinken geht nicht. Oh, 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 Scheiße! Oh, fuck, Alter! Du siehst mich nicht! Nein, du siehst mich nicht! Du siehst mich nicht! Ah! Oh, lass mich weg hier! Du siehst mich nicht! Oh, oh Scheiße, ey. Oh. Oh. Ey, kommt der rein? Der Raum ist so rot.
Alter Scheiße. Okay. Was zur Hölle ist das für ein Teil? Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Wieso kann ich nicht laufen? Was? Ich kann mich hinlegen? So weit kann ich mich hinlegen. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Hallo? Ich kann nichts mehr machen. Was? Ich kann mich nicht hinstellen, ich kann nicht laufen. Warum kann ich nichts machen? Ich glaube, ich packe fest, Leute. Ich kann nichts machen. Hallo, wieso kann ich nicht laufen? Ich kann nichts machen, Leute. Boah, voll laut. Hallo. Ich kann nicht mehr aufstehen. Moment. Boah, die Hand im Gesicht. Hallo. Nee, Leute. Das funktioniert nicht. Wir müssen kurz neu starten. Ich hoffe, wir starten an derselben Stelle jetzt. So Leute, nachdem das gerade eben rumgebackt hat und ich nicht mehr aufstehen konnte, habe ich jetzt schnell neu gestartet. Und ja gut, wir wissen jetzt, was kommt. Deswegen werde ich jetzt direkt da vorne hinter diesen Schrank laufen, mich ducken und hoffe mal, dass ich nicht wieder festbacke. Ist er jetzt weg, oder? Keine Tür geht auf, toll. Lass mich raten, ich hätte hier laufen sollen, richtig? Ah, Scheiße! Boah, was ist das denn? Zu hier. Oh oh. Was? So steht? Oh, 10 Grad wieder. Ja,
Jetzt? Komm, geh weg! So, der guckt weg und dann muss er hinlaufen wahrscheinlich. Okay, wir gucken erstmal. Okay, der guckt bis dahin. Okay. Ich laufe, duck mich hinter das Teil, warte, bis er wegguckt. Oh Gott. Hoffentlich sieht er mich nicht. Ach du Scheiße. Was? Was? Hat er mich gesehen? Weißt du, das war's schon? Okay. Boah. Ich dachte jetzt irgendwie, da kommt noch was Grausames oder so. Das war jetzt gerade irgendwie. Okay. Ich habe mich jetzt mehr erschrocken dadurch, dass ich stehen geblieben bin, als dass dieses Vieh jetzt erschrocken hat. Na gut, wir wissen ja, wie es geht. So, komm, Hand dahin, läuft bei dir. Also müssen wir es langsam machen. Ich dachte, ich könnte nach dem zweiten Teil rennen. Ist das? Jetzt muss ich auch gucken, was der macht. Okay, jetzt beobachtet er da, jetzt guckt er wieder weg. Alles klar. Ich muss da hinten zu der Tür, schätze ich mal. Okay, hier vorne ist auch noch so ein komisches Klimagerät. Da werde ich jetzt gleich dahin laufen. Komm, komm weg. Alter, wo gibt's. Oh! Hab ich gesehen? Oh, ich wollte mir das Vieh angucken. Oh. Ich guck mir das Vieh doch nicht an. Für Geräusche, Alter. Guckt euch dieses hässliche Ding an. Scheiße, ich bin hier im Sichtbereich und da drüben glaube ich auch. Mal eben gucken. Komm, guck weg. Scheiße. Okay. Ich werde versuchen, das gleich mit Schleichen zu schaffen.
Ich glaube, laufen wird er bemerken. Du hast mich nicht gesehen, oder? Ach, der geht weiter. Hey. So. Ach, jetzt guckt er mich wieder. Hier, da habe ich noch irgendwas laufen, links neben mir. Vielleicht existieren ja auch zwei von den Dingern. Wie kann ich mich denn jetzt verstecken, Mann? Kann ich mich hinter diesem Wagen verstecken? Da sieht der mich doch, oder? Vielleicht durch den ganzen Müll nicht. Ich versuch's mal hier. Der guckt bis zu der Tür, ne? Das sitzt ja auch noch voll im Sichtbereich, oder? Ich muss einmal um dieses blöde Gestell rumlaufen. Komm, perfekt. Oh oh. Oh oh. Ja, Mann! Boah! Boah! Alter! Breaking news from the scene. Mr. Pitchman, the leader of the bikers and the main suspect of the robbery cases, has now parted from the main group and the police are chasing him. We're staying with this event and keeping you live. This is Sisuk Pungsuat reporting. Stück eines mysteriösen Fotos. Okay, davon haben wir ja schon mal eins, ne? Mal gucken. Hatten wir das nicht irgendwo hier? Mysteriöse Fotos oder so? Da. Wie viel braucht man davon? 2 von 9. Kann ich zusammensetzen? Ach. Nee. Nee, okay. Boah, Leute, das war jetzt krank, Alter. Deswegen glaube ich jetzt auch, dass wir jetzt an der Stelle hier Schluss machen und das Ganze im nächsten Video fortsetzen. Ich glaube, das war jetzt ein gutes Ende. So, alles klar, Leute. Wie gesagt, wir sehen uns dann gleich nochmal kurz wieder. Ja, Leute, das war der dritte Teil von Home Sweet Home. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like da. Über ein Abo freut mich natürlich auch. Kommentare sind auch immer gerne gesehen. Ja, und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Teil auch dabei, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt. Also ich finde das Spiel sehr, sehr geil, auch von der Atmosphäre her. Ich habe noch nicht ganz so durchgeblickt, so storymäßig, was da so abgeht. Aber ich denke mal, da werden wir dann im weiteren Spielverlauf dann noch mehr erfahren. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis dann und ciao.